Hey, grüßt euch zu einem neuen Video. In diesem Video werden wir mein neues Auto da reinschieben. Da steht gerade noch die G-Klasse drin. Es ist ein Traumauto von mir, was da reinkommen wird, was ich mir geholt habe. Welches das sein wird, werdet ihr jetzt im Video sehen. Let's go! Als erstes mal eine kurze Vorgeschichte, wie bin ich überhaupt zu dem Auto gekommen? Ich hätte mir niemals erträumt, überhaupt dieses Auto irgendwann zu besitzen. Es ist ein Traumauto von mir, das ich mir niemals erträumt hätte. Sagen wir es mal so. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich mir das überhaupt leisten kann, dass ich überhaupt da dran komme. Dann habe ich immer wieder nach solchen Autos geguckt, habe mir komplette Ruinen angeguckt, komplett komische und räudige Kisten, die richtig abgestunken haben und so weiter. Richtiger Müll. Und ja, wollte aber schon irgendwie so ein Auto haben, habe dann aber eingesehen, das macht keinen Sinn. Und irgendwann dann hat das auch der Jockele über Instagram gesehen. Vielen Dank übrigens, Jockele. Und der hat mir gesagt, hey, hör mal, mein Lackierer, der hat noch einen 560 SEC. Das ist das Auto. Ein 560 SEC von 1987, teilzerlegt. Den Vorbesitzer gibt es leider nicht mehr. Der ist bei einem Autounfall gestorben. So bin ich zu dem Auto gekommen. Der stand bei seinem Lackierer, teilzerlegt, aber nagelneu lackiert. Und ich zeige euch jetzt einfach mal. Das ist der Wagen. Da ist er, in blau-schwarz. Metallic Lackier, picobello, richtig, richtig schön lackiert. Ein paar Sachen sind nicht so schön vom Zustand, aber gut, was willst du halt machen? Ist halt günstig gewesen. Und alles Weitere werde ich euch jetzt erzählen zu dem Auto, wenn es drin ist. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen abgebrochen habe. Ich musste den schnell umladen, umtransportieren und so weiter, weil ich heute sehr, sehr viele Sachen mache. Den G bringe ich weg, die S-Klasse habe ich hier hingebracht. Ich hole jetzt noch einen Mofa ab für ein Mofa-Rennen. Das weiß ich gar nicht, ob ich es schon veröffentlicht habe, aber das werde ich jetzt nochmal abholen. Hier dieses Kanu habe ich gerade, nee, nicht Kanu, Kajak habe ich gerade geholt und transportiere das jetzt. Und ich muss noch einen Holzbalken holen, so eine fette, die ich gleich abhole, und deshalb bin ich relativ im Stress. Aber ich will euch trotzdem jetzt mal hier durchführen, wie ich zu diesem Wagen gekommen bin, die Geschichte ein bisschen davon. Und zwar ist das ein 560 SEC von 1987 mit ECE-Version, also die 300 PS-Version. Der wurde einmal komplett lackiert, der stammt aus Barcelona ursprünglich, wurde von einem Herrn aus Berlin nach Deutschland geholt, wurde hier restauriert bei einem Betrieb in Backnang, Stuttgart, hat eine astreine Lackierung und Schweißarbeiten abgelegt, alles richtig, richtig schön. Und dann ist der Vorbesitzer gestorben, ums Leben gekommen bei einem Autounfall mit einem Reifenplatzer. Was willst du machen? Jedenfalls hat sich dann der Jockele bei mir gemeldet und mir gesagt, ich habe da, oder mein Lackierer hat da, wie gesagt, diesen teilzerlegten SEC rumstehen, den 560er. Willst du den nicht haben und so weiter? Die Lackierung ist super. Und gucken dir mal an, der Preis ist in Ordnung. Ja, und dann habe ich mir den angeguckt, habe mir den angucken lassen auch. Und da wurde er für gut befunden. Ich habe ihn dann nachher auch noch besichtigt. Und ihn eigentlich, bevor ich ihn besichtigt habe, sogar gekauft. Genau, und der ist jetzt auch die Ablöse für meinen 140er. Der 140er ist ja weg. Und ja, jetzt kommt halt dafür ein 560er SEC. Ist auch ein bisschen spezieller, ein bisschen besonderer. Ich finde, das passt besser zu mir als so ein 140er. Obwohl ein 140er sehr, sehr geil ist. Also keine Frage, wenn du da drinnen sitzt, der ist maximal geil. So, ein, zwei Teile fehlen. Aber das hält sich in Grenzen. Hier vorne die Stoßstange, die ist relativ defekt gewesen oder ist defekt. Deshalb habe ich noch eine andere dabei. Die ist irgendwo eingelagert jetzt. Ich weiß gar nicht, wo ich sie hingetan habe. Die ist aber in einem deutlich besseren Zustand. Das Chrom ist alles in Ordnung. Hier diese eine Leiste fehlt, glaube ich. Die muss ich mir auch noch besorgen. Ja, und so ein paar Sachen hier. Spiegelglas,
von die Spiegelkappe. Dann habe ich mit dem besten Freund von dem Vorbesitzer hier gesprochen, telefoniert eine ganze Weile lang, weil der den Nachlass sich um den Nachlass von dem Mann gekümmert hat. Der hatte auch noch einen 500e, 124er, dann noch eine Pagode, einen 190 Evo 1 und noch ein 73 SL, glaube ich. Was für ein 73 SL? Ich glaube, das ist dann eher ein 129, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kam in dem Gespräch dann raus, es ist nicht der originale Motor drin. Dann habe ich erstmal ein bisschen geschluckt und dachte mir, okay, nicht der originale Motor, ja, Moment mal, warum? Also wurde mir vorher nicht gesagt, ich bin jetzt schon so gut wie am Kaufen oder will ihn kaufen und jetzt heißt es, der Motor ist nicht richtig, ja, bla bla bla. Da gab es dann eine Geschichte und ich dachte mir dann auch erst, ja, okay, es wurde halt so angedeutet, der Wagen hat halt einen anderen Motor drin, aber alles in Ordnung. Der ist nicht so top, angeblich, wie der ursprüngliche. Der ursprüngliche war ja ein ECE. Und der jetzt ist mit weniger PS oder was, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie war da, niemand wusste so richtig oder niemand wollte so wirklich erzählen, was damit los ist. Und dann hatte ich halt gefragt, wie kommt es denn dazu, dass der Motor weg ist? Und dann meinte er, nicht nur der Motor, sondern auch das Getriebe waren weg. Der Vorbesitzer hat durch Mundpropaganda von einem SEC-Spezialisten gehört. Zudem hat er dann diesen SEC hier gebracht. Der sollte dem den restaurieren. Und nach einer gewissen Zeit hat er den einfach gefragt, ach ja, und nochmal, um darauf zurückzukommen, warum das ein SEC-Spezialist sein sollte oder warum der so qualifiziert ist, an alten Autos zu schrauben, an alten Mercedesen. Der soll wohl bei diesem Herrn gelernt und lange gearbeitet haben, der die 300 SL da auf diesem Bauernhof, auf diesem Gut da restauriert. Dieser ganz bekannte, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, 300 SL ist einfach für mich eine andere Liga, andere Welt, brauche ich gar nicht drüber nachdenken. Jedenfalls bei dem soll er gelernt haben. Das ist so das Qualitätsmerkmal wohl von ihm gewesen. Dann hat der Vorbesitzer den SEC halt bei ihm abgegeben. Und nach Monaten nicht melden, nichts hören von dem Wagen, ist er einfach mal aus Berlin zu dem hingefahren. Und dann stand er plötzlich vor einem SEC mit leerem Motorraum und ohne Getriebe. Und da meinte er, was ist denn hier los? Ja, der Motor wäre sauer gewesen oder was, ja, wäre nicht so in Ordnung gewesen, aber er hätte schon für Ersatz gesorgt. Dann hat er den Ersatz da halt reingepackt. Der Lackierer meinte noch, der ist nicht richtig festgeschraubt und so weiter. Ich habe den noch selber festschrauben müssen, die Krümmer, Auspuffanlage und so richtig dran machen müssen. Aber dann bin ich auf die Idee gekommen, warum ist da kein Ölkühler dran? Der hat da irgendeine Ausrede für gehabt, warum es gäbe angeblich wohl 560er ohne Ölkühler. Und die Frage ist dann, warum der keinen Ölkühler hat. Dann kam irgendwann die Idee auf, vielleicht ist es ja überhaupt gar kein richtiger 560. Vielleicht ist es ein 500er, weil ein 560 hat einen Ölkühler, einen extern, und ansonsten kann man den nicht wirklich von außen erkennen. Das ist jetzt die Frage, ist ein 500er oder ein 560er drin? Ob das jetzt ein richtiger 560 ist oder ein 500er vielleicht, das können wir jetzt gucken hier. Ich weiß es nicht, ich meine hier hinten muss der Motorcode stehen. 117 9 6, wie heißt das denn? Da hinten steht 117 9 6.